Nee. Können wir jetzt? Jetzt. Sind die Geier toll. Sorry, ich wollte das nochmal kurz gezeigt haben. Nein, jetzt ist schon so ein Replay machen von irgendwas, finde ich sinnlos. Alice wäre das Einzige, was mir einfallen würde, aber ehrlich gesagt, das habe ich gar nicht mehr auf dem Rechner im Moment. Seit dem letzten technischen Fehler, der von der Winter Nights ausgelöst wurde, oder du mit der Winter Nights entstanden ist, sage ich mal so. Seitdem habe ich Alice auch nicht mehr drauf installiert gehabt. Es ist immer noch futsch. Also, da hatte ich eigentlich auch nicht vor, jetzt so schnell wieder drauf zu schmeißen. Den da will ich haben. Deswegen, ja, brauche ich halt nicht. Deswegen werde ich dann eventuell eine kleine Vorstellrunde mal machen. Ich werde mich mal ein bisschen vorstellen. Ich werde mal ein bisschen was über mich erzählen. So, er hört ja so schon immer relativ viel von mir. Mir wurde auch schon gesagt, ich erzähle ziemlich viel aus dem Privaten. Aber ich bin halt ein Mensch. Ich hasse es, diese Distanz bei manchen Dingen zu haben. Und klar, ich bin nur so ein Mensch hinter einem Computer und einem Mikrofon und spiele halt für euch und quatsch euch dabei die Ohren zu. Aber irgendwo ist halt, bin ich halt ein Mensch und ich mag es halt gerne mit euch zu reden, also euch über mich zu erzählen und hier und da ein bisschen zu quasseln. Ich mache das gerne. Irgendwie, es ist halt meine Art. Ich, wenn ich mit meinen Mädels unterwegs bin oder so und wenn ich dann mal rede, dann muss man mich auch manchmal bremsen. Also ich bin eine ganz schöne Quasseltasche. Gerade seitdem ich halt Mama bin und nicht mehr so oft rauskomme und alles, ist es halt sehr schlimm geworden. Es tut mir auch leid für die, die das dann im Privaten ertragen bei mir, aber naja. So, ansonsten, ja, ihr werdet das Video halt dementsprechend schon gesehen haben. Ihr werdet sehen, was ich mir überlegt habe jetzt noch in den nächsten 48 Stunden, weil ich es spätestens dann ja fertiggestellt haben will. Ich bin ja schon seit 3 Tagen am Planen. Geschrieben, ehrlich gesagt, also ich habe mir zum einjährigen Jahr, wie gesagt, habe ich vor ein paar Tagen schon angefangen zu planen. Gesehen, dass sich das aber jetzt schon so schnell jährt mit meinem Channel. Das habe ich erst vor 2 Tagen, gestern, vorgestern? Gestern habe ich es gesehen. Oh, war ja, war ich schockiert. Als das plötzlich doch schon so nah war, das Datum. Das hat mir ein wenig Angst gemacht. Na, kommt ein Kampf? Nee, kommt nicht gut. Deswegen, ich werde mal gucken, was ich mir da jetzt noch einfallen lasse. Und morgen, es wird sicher was Schickes. Ich hatte schon überlegt, ich mache dann einfach mal eiskalt ein Häkelvideo. Aber wen interessiert denn das auf einem Let's Play-Channel? Das ist schon wieder natürlich... Was auch viele meiner Freunde sagen, mach einfach, was dir gefällt. Probier es aus. Aber es ist halt nicht so leicht, weil es ist halt alles so verschieden, was ich mache. So, hier haben wir nichts. Nein. Auf Wiedersehen. So, es ist halt, ich bin vielschichtig, sagt man, glaube ich. Nennt man das so? Ich weiß es gar nicht genau. Auf jeden Fall, ich mache sehr viele Sachen. Ich kann mich nicht auf Dauer auf eins festlegen. Das geht nicht. Dafür sind die Möglichkeiten auf dieser Welt viel zu groß. Ich bin, wie gesagt, mittlerweile habe ich ja ein kleines Gewerbe, also ein Nebengewerbe mit meinen Basteleien. Und ich finde das toll. Da kann ich mich ausleben, ohne irgendwie Angst zu haben, dass ich vom Finanzamt Probleme kriege, wenn ich das Zeug verkaufe. Eigentlich war das eigentlich der einzige Hintergedanke, dass ich halt keinen Ärger vom Finanzamt kriege und deswegen ja, mir sagen, gut, machst du ein Gewerbe. Hat mit dem Let's Play jetzt wiederum meinen Gewerbeschein gar nichts zu tun, meinem Nebengewerb. Und ganz ehrlich, es hat für mich bisher auch keine Nachteile gehabt. Falls noch welche kommen, ja, dann habe ich halt Pech gehabt. Aber bisher noch nicht. Und ich würde sagen, ach kommt, ich würde sagen, wir machen jetzt einfach zick hier, gehen zurück zu Caprin und dann gucken wir mal, dass ich euch nicht noch länger auf die Folter stelle, nicht noch länger sinnlos rumrenne. Das Let's Play nicht noch mehr in die Länge ziehe. Ich werde schon beim Endboss 1-2 Mal failen. Deswegen, wir werden jetzt noch zu Caprin gehen. Solange werde ich euch noch die Ohren voll sabbeln. Und dann beende ich die Aufnahme und werde den Endboss dann in den nächsten 2 Tagen oder so machen. Mal gucken. So. Tempel des Mo, Kristallriff. Teufelskrater halt, das da müssen wir den Teufelskrater kennen. So,
Also, das Let's Play geht definitiv dem Ende zu. Ich überlege gerade, ob ich den Endboss doch noch dranhänge. Naja, es kommt halt auch noch ein bisschen Story. Das frisst dann auch nochmal 10, 15 Minuten. 10 Minuten vielleicht. Vielleicht länger, vielleicht weniger. Und der Kampf wird auch nicht gerade leicht. Und dann wasche ich den in 10 Minuten runter. Also ich würd so lachen. Aber ich glaube halt irgendwie nicht dran. Weil ich bisher immer, selbst wenn ich perfekt geskillt habe, wie sie es halt im Internet immer gesagt haben oder gezeigt haben. Gut, ich habe das nie hundertprozentig nach Anleitung gemacht im Internet. Ich habe immer ein bisschen Individualität natürlich gelten, walten lassen. Und ja, es könnte schaffbar sein. Es könnte aber auch nicht. Weil ich muss ja nachher auch noch mal zum Arzt heute. Ladevorgang. Oh, ich bin mir unsicher, ob ich das... Also ich kann es ja nachher noch dranhängen im Notfall. Aber ich werde jetzt erstmal, glaube ich, dann aufhören. Genau. Ich werde die Aufnahme dann erstmal beenden. Vielleicht ist sofort dranhängen. Also dann heute nach dem Arzttermin nochmal mich ransetzen. Oder ich werde dann halt in den nächsten ein, zwei Tagen... Wie gesagt, ich bin da noch ein bisschen unsicher. Ich werde einfach mal gucken, was die Zeit sagt. Schmeißen den mal hier rein. Ist gerade so viel. Von da kommen wir da müssen. Es ist jedes Mal das gleiche, wo ich überlege, wo kommen wir her? Dann fällt mir aber immer ein, ach, ich kann ja auf der Karte gucken, da ist ein gelber Pfeil von wo wir kommen. Oh, das fällt mir immer ein, wenn ich dann schon überlegt habe. Und ich eigentlich schon erkannt habe, wo ich hin muss. Das ist immer das Schlimmste. So, aber wir haben es gleich geschafft. Wir sind gleich bei Caprin angekommen. Oh, war ja. Die letzten Kämpfe noch vor dem Finale. Na, na, na? Putsch! Uah! Oh, tauchen die einfach vor mir auf, das ist gruselig. Toll, da hat Skype mal wieder zwischendrin geflackert. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Ich habe es gerade gesehen. Ah! Mach den doch mal platt, Leute. Noch so einer. So einer? Nein. Toll, alle auf einen. Der tat mir jetzt fast ein bisschen leid, Leute, ne? So, zerstörter Innenhof. Ein Schattenstein hat man gerade noch gekriegt. Ich möchte das Zeug übrigens nicht bei Camo lassen. Auch wenn er uns gerne ein bisschen Geld wiedergeben kann. Aber ich würde sagen, wir haben genug Kohle. Wir haben ja insgesamt jetzt 63.175. Ach ja. Also wir können auf jeden Fall helfen, Akloria wieder aufzubauen. Wir können auch helfen, Illumina wieder auf den Pfad der Dinge zu bringen. Und ja. Jetzt sind wir hier. Kurz vorm Finale. Natürlich nochmal speichern. Jetzt muss ich auch mal gucken, wie lange wir jetzt Spieldauer. 16:43. Also ich habe es ganz schön rausgezögert. 16 Stunden spielen wir schon. Passiert echt. Jetzt haben wir eine Spieldauer von... Oh Gott, mir wird schlecht, wenn ich das sehe. 17:48. Ich habe eine Stunde jetzt aufgenommen. Nur... Alter... Okay. Nee, meine Lieben. Ich werde jetzt hier einen Tick machen und nach dem Arzt aufnehmen, weil der Arzttermin rückt immer näher. Es ist schon gefährlich dicht dran. Ich muss dann gleich eh nochmal gucken. Aber ansonsten, ja, ich wünsche euch was und wir sehen uns dann natürlich zum Finale. Und ansonsten hoffe ich natürlich sehr, dass sie das nicht so ziehen wird. Das ist halt wirklich jetzt so ein
10-Minuten-Kampf wird. Okay, gut. Dann sehen wir uns natürlich zum Finale. Ich werde das nach meinem Arzttermin noch heute aufnehmen. Die Zeit nehme ich mir dann einfach. Und ansonsten... Hallo und herzlich willkommen bei der letzten Aufnahmesession von Sudeki. Wir haben ja nun alles erledigt. Ich kann mit eigentlich doch recht beruhigtem Gewissen sagen, wir haben 100% des Spiels geschafft und haben dafür ein paar 50 Folgen gebraucht bisher. Und jetzt müssen wir mit Caprin reden, damit wir zu Haigun kommen. Also dann, meine Lieben. Ja, Tetsu selbst ist uns häufiger erschienen schon. Ich bin bereit, Haigun zu bekämpfen. Teleportiert mich. Ich brauche mehr Zeit, bevor ich Haigun übertritt. Erzählt mir etwas über den Schatten, bevor wir verschmelzen. Okay, erzählt mir etwas über die Schatten, bevor wir verschmelzen. Okay, wir haben jetzt bei Nico gehört. Erzählt mir über die Schatten. Okay, sie ist gar nicht Caprins Tochter. Okay, tut mir leid, das wusste ich nicht. Ich glaube, da hatte ich vor ein paar Folgen eine falsche Info durchgegeben. Maler und Wissenschaftler. Also das sind wirklich richtig krasse Gegensätze. Okay, ich will was über... Okay, das wussten wir auch schon. Dann geht's jetzt los. Ich bin bereit, Haigu zu bekämpfen. Teleportiert mich. So, damit geht es los. Hey, wo bin ich? Kassel, wir befinden uns im Schattenreich. Die Schattendimension ist das Tor zum Nichts. Tetsu wird einen Weg ins Nichts für uns öffnen. Dort werden wir vereint. Ja, gehen wir. Oh Gott. Am Anfang der Zeremonie müssen wir Tetsu preisen und ihm danken. Ich preise Tetsu. Ich preise Tetsu? Bisschen mehr Überzeugung, Mensch, du sprichst direkt mit Gott. Ich preise dich, Lord Tetsu. Ich preise dich, Tetsu. Ich danke Tetsu dem Verein. Ja. Gepriesen seist du, Tetsu, Hüter von Sudeki. Gepriesen sei Tetsu. Ich preise Tetsu. Zeitalter. Die Zeit ist gekommen. Werdet eins in einem Schatten.
bin endlich ein Ganzes. Nico, du wirst stets in meinem Abbild sein. So, ganz kurz Pause. Also, ja, wir sind jetzt also im Endkampf. Ich hab Gänsehaut ever. Ich liebe diese letzte Sequenz nämlich. Also, ich weiß noch nicht, ob es die letzte wird oder ob wir uns sie noch ein, zwei Mal reinziehen. Also, ja, zu den Charakteren kommen wir später. Jetzt müssen wir diesen Kampf bestreiten. Wir, Tal, Tetsu in uns gegen... gegen den da, gegen Haigun. Auf geht's. Es wird nicht leicht. Ihr seht jetzt schon, er macht echt Damage. Wir kommen hier hauptsächlich mit Fähigkeiten wirklich voran. Und ich hab ganz... Ich bin furchtbar ehrlich gerade zu euch, indem ich euch sage, ich hab Mordsbauchschmerzen. Ich bin auch ganz ehrlich, ich habe hier noch nie wirklich, und ich meine das ernsthaft, ich habe hier noch nie wirklich viel Blocken benutzt, aber heute werde ich es tun. Ich habe meine Kampfart ein wenig überdacht, nämlich, bin ich ganz ehrlich. Und an sich prügeln wir ihn auch gut runter bisher.